Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum War of the Spark Early Access Event. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Einige von euch werden es schon mitbekommen haben oder waren sogar live mit dabei. Ich wurde von Wizards of the Coast zu diesem Streamer-Event eingeladen, habe dafür einen randvollen Preview-Account bekommen, auf dem waren schon alle Karten freigeschaltet. Wir haben mit dem Account während des Events natürlich ordentlich gezockt, haben die neuen Karten und die neuen Decks natürlich getestet. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und genau das, die neuen Decks, werdet ihr hier in dieser Videoreihe sehen. Da das Event aber von Wizards gesponsert war, gibt es immer am Anfang hier diese Information, genau wie oben, der Creator-Button. Sieht alles ein bisschen anders aus in der Videoreihe. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Nicht wundern. Und ja, jetzt haben wir die wichtigsten Infos auf jeden Fall geklärt. Wir können mit dem eigentlichen Video starten. Viel Spaß! So, los geht's. Wir starten wieder mit einem kleinen Deckcheck vorweg. Heute auf dem Programm Feather Beatdown, ein Deck, welches ich unbedingt ausprobieren wollte. Falls ihr den Stream live gesehen habt oder im Nachhinein nochmal auf Twitch geschaut habt, mal durchgeschaut habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, ich habe das Deck auch am Anfang noch in einer anderen Version gespielt. Das war ja jetzt nicht ungewöhnlich für dieses Event. Ich habe ja viel rumexperimentiert, aber ich zeige euch heute in diesem Video nicht die erste Liste. Das war wirklich eine reine Testliste. Wir haben einfach mal Karten ausprobiert in der reinen Boros-Variante, also die normalen Hauptfarben hier von Feather. Und dann haben wir eben herausgefunden, welche Karten wir auf jeden Fall spielen wollten und sind dann halt relativ schnell auf die dreifarbige Variante, die Naya-Variante, umgesprungen. Also Naya nochmal eben hier, quasi der Name für die Decks, die grün, rot und weiß gleichzeitig sind. Ein ganz normales dreifarbiges Deck hier in dem Fall. Braucht natürlich super viele Wildcards, ist jetzt nicht wirklich für den Anfänger hier geeignet, aber deswegen wollte ich das halt einfach mal ausprobieren. Auch jetzt gerade aktuell auf meinem privaten Account baue ich das Deck auch schon wieder nach. Es ist auf jeden Fall sehr gut vom Power Level. Man muss ordentlich damit rumexperimentieren, aber ich will auch viele verschiedene Feather-Decks bauen. Es ist halt eine sehr coole Karte mit einem recht einzigartigen Effekt. Ich werde das auf jeden Fall nochmal ausnutzen. Also wenn ihr noch Bock habt auf ein paar Feather-Videos, wie immer gerne auch mal hier einen Daumen hoch auf dem Video dalassen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, kurzer Deck-Check vorweg, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Wir sind wirklich ein sehr aggressives Deck, viele Pump-Spells und wir wollen halt Feathers Effekt maximal ausnutzen. Sie ist für 3 Mana ein 3-4er fliegender legendärer Engel mit der ganz wichtigen Fähigkeit, immer wenn wir einen Spontanzauber oder eine Hexerei auf unsere Kreaturen spielen, wirklich mit einem Target, wenn wir eine unserer Kreaturen eben mit einem Zauberspruch anzielen, geht der Zauberspruch nicht in den Friedhof, sondern ins Exil und im nächsten Endstep zurück auf unsere Hand. Das ist halt ein super guter Effekt. Wir können das in unserem Zug machen, wir können das auch im gegnerischen Zug immer wieder machen mit Spontanzaubern und das ist halt super stark. Und wir kombinieren halt Feather mit starkem Removal, ein bisschen Protection und ordentlich Pump-Spells und ja, super coole Kombination, hat mir halt sehr gut gefallen. Was wir als erstes rausgefunden haben, war hier Reckless Rage, sehr guter Removal-Spell, weil er eben nicht nur eine gegnerische Kreatur anzielt, sondern auch immer eine eigene Kreatur. Und zusammen mit Feather haben wir da halt ein sehr starkes Ein-Mana-Removal, 4 Schaden auf eine Kreatur. Das ist in der Regel schon gut genug, sehr starker Effekt und eben 2 Schaden, die wir dann immer auf Feather oder eine andere Kreatur schießen, sind dann halt nicht so schlimm. Wir kriegen Reckless Rage immer im Endstep zurück auf die Hand und das war so die erste Interaktion, die wir auf jeden Fall zocken wollten. Die war halt schon super gut, wenn der Gegner sich nicht dagegen wehren kann, kein Removal für die Feather hat, selber ein kreaturenbasiertes Deck ist, dann schießt man halt einfach alles ab. Super, super stark. Und ja, dann haben wir das Ganze kombiniert. Wie gesagt, mit Pump-Spells. Wir haben hier Giant Growth und Collision Colossus genommen. Beide sehr gut. Collision Colossus finde ich natürlich nochmal ein Stück besser. Plus 4, plus 2 und Trample ist natürlich super gut. Und ja, wir können halt mit den Pump-Spells einfach sehr großzügig einfach um uns werfen. Mit Feather kriegen wir ja eh alles zurück. Super gut. Mit Collision können wir doch einfach Colossus als Pump-Spell benutzen. Und im Endstep können wir damit noch eine fliegende Kreatur beim Gegner abschießen. Also generell sehr flexible Karte. Super, super stark hier in dem Deck. Und dann eben erwähnt, noch ein bisschen Removal zusätzlich, Domri's Ambush, einfach ein bisschen, ja, so Mini-Pump und eingebauter Fight-Spell auf einer Karte, sehr gut mit Feather, Sheltering Light als Protection, um sie unzerstörbar zu machen oder eben eine andere Kreatur, auch eine sehr gute Karte hier und dann eben Karten, die super in die Strategie passen, waren halt der Dreadhorde Arcanist, der immer Zaubersprüche aus dem Friedhof nochmal spielen kann, ist halt auch super gut und Krenko, der super gut zusammen mit Pump-Spells ist, wenn wir ihn einfach aufpumpen, angreifen, dann produziert er so viele Goblin-Tokens, dass
das kann halt auch alleine Spiele gewinnen. Das sind so die Kernkreaturen, fand ich einfach richtig gut und habe das Ganze abgerundet mit dreimal dem neuen Gideon. Der kann halt Kreaturen unzerstörbar machen, das ist halt auch ziemlich gut, gerade in Kombination mit der Reckless Rage kann man immer wieder Kreaturen einfach selber abschießen. Die Schadenspunkte, wie gesagt, interessieren uns nicht viel bei dem Removal, die auf unsere Kreaturen fliegen, und generell halt eine gute Kreatur. Wachsamkeit bei Gideon ist gut, Lifelink ist gut, wenn man gegen ein anderes Aggro-Deck spielt, und der selber ist eine 4-4er unzerstörbare Kreatur in unserem Zug, die keinen Schaden kriegt, also kann man wieder mit Reckless Rage benutzen, generell sehr gute Karte, wollte ich einfach mal hier ausprobieren. Und dann haben wir noch mit so ein paar Karten aufgefüllt, wie der Swiftblade Vindicator, dann der Tenth District Legionär, aber das sind halt so ganz normale Beatdown-Kreaturen, die ganz gut hier ins Deck reingepasst haben. Und ja, da wisst ihr eigentlich schon Bescheid, so sieht mein Naya Feather Beatdown-Deck aus, ganz schön langer Name so, aber das Deck hat mir richtig gut gefallen, ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was das Deck machen soll. Kommen wir zu den Gameplays, viel Spaß! Mana passt. Die Startern sieht super aus on the play. Sehr, sehr, sehr gut. Machen wir Vindicator into Feather. Oh, das ist gut. Okay. Vindicator. Schön, nochmal ein Spell. Nehmen wir. Okay, Simic hat wahrscheinlich auch keine Interaktion. Oh, das ist direkt ein guter Start für uns gegebenenfalls. Man muss ja auch mal on the play sein. Mal schauen. Na? Oh, gar nichts von unserem Gegner. Kommt da was? Counter? Irgendwas? Nee, das ist eine Gross Spiral, würde ich sagen. Kein Essence-Getter. Ist eine Spirale, sehr gut. Alles klar. Okay. Nice. Komm, komm, komm. Ja, was kommt für 4? Eine Hydra. Was kann die denn nochmal? Okay. Okay, die können wir ja umfighten. Boah, das ist so übel. Dann machen wir Domri's Ambush. Feather, Target Hydra. Boah, ist das stark. Okay. Okay. Giant Gross den Doppelschläger. Angriff für 12. Turn 4. Und dann kriegen wir alle Karten wieder zurück. Ja, nicht schlecht. Müssen wir weiter ausprobieren, eindeutig. Die Starthand, ganz klarer Mulligan. Und sieht besser aus. Sieht besser aus, das dritte Land. Brauchen wir nicht wirklich. Wäre es ein weißes Land für Feather, würde ich es wahrscheinlich nehmen. So aber nicht. Dann gehen wir jetzt all in auf die Legionärin. Das wird aber nicht reichen. Naja. Oh, sehr gut. Das könnte reichen. Wie gesagt, jetzt fehlt nur die weiße Mana-Quelle. Okay. Oh, traumhaft. Okay, dann die Legionärin, die leider noch nichts machen kann. Aber das ist nicht so schlimm. Dann Feather. Einmal schön Protection. Ah, wobei aus dem Deck kommt wahrscheinlich höchstens ein Fight-Spell. Oh, das ist viel Mana. Oh, das ist sehr viel Mana. Okay. Okay, 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 mal gucken. Dann Feather. Keine Take. So, nächste Runde können wir loslegen. Halten wir uns das Sheltering Light auf. Ja, im Notfall spielen wir einfach Kolossus. Ein Kolossus pro Runde können wir spielen. Es sind 7 in der Luft auf jeden Fall. Oder wir spielen es einfach hier drauf. Sie wird ja immer stärker. Es sind sogar +1/+1 Counter mit Scry. Ich bin mir nicht ganz sicher, gegen was ich hier spiele. Ist das eins der Starterdecks? Ich bin mir echt gerade nicht sicher. Ist mir das gut genug? Jede Runde in der Luft für 7 angreifen. Oder wollen wir ihn mal ausprobieren? Ich glaube, ich will mal Krenko ausprobieren. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Da haben wir das auf jeden Fall mal gemacht. Ja, wie gesagt, geht ja auch ein bisschen ums Testen heute. So. Okay, Greenseeker. Okay. Findet kein Land.
Das ist sehr ungewöhnlich. Da können wir auf jeden Fall mal so einen Testdurchgang machen, falls das hier wirklich das. Hä? Man hat doch jede Karte. Naja, mal schauen. Mal schauen. Wir können nächste Runde den Krenko pumpen. Nee, können wir nicht. Schade. Ah, das war die letzte Handkarte des Gegners. Och, ein Gideon. Ist auch nicht so schlecht, ne? Wir können auch hiermit immer scryen, notfalls nächstes Mal. Ach komm, ey. Die geht auf 5 Widerstand. Ach, mit Feather ist eigentlich besser. Einfach in der Luft Beatdown müssen wir jetzt machen. Gideon ist ein ganz nettes Backup hier. Ah, das ist mir wahrscheinlich gut genug. Jede Runde plus 4 plus 2. Ja, ist ein Gigantosaurus. Hat keinen Trample, ist nicht schlimm. Wir können quasi jede Runde sie unzerstörbar machen, für immer. Ist auch immer eine nette Strategie. Bevor unser Gegner auch in den Endstep geht, machen wir das auch. Gibt eine plus 1 Marke, ein Doppelscry und wir kriegen den Spell ja eh wieder. Oh, das gefällt mir echt gut. Ich glaube, wir brauchen Länder oder bessere Spells. Ich glaube, das lohnt sich mehr als noch eine Kreatur. Grünes Mana ist gut, das ist Lethal in der Luft. Nice! Das ist nicht schlecht, das Deck. Da kann man echt nichts sagen. Gefällt mir direkt besser in Naya tatsächlich. So, Gegner sagt Go. Oder auch nicht. Der ist unzerstörbar. Na gut, man sieht halt das. Nee, es ist nicht garantiert Lethal, aber dem Giant Growth schon. Nicht schlecht. Pump. Pump. Und wir hätten sogar noch Protection gegen den Gigantosaurus. Dann 10. Gefeathert. Gut, das sah jetzt ein bisschen nach Starterdeck aus, aber das Deck ist gut. Sehr, sehr, sehr gut. Komm, machen wir direkt weiter. Die Spiele gehen ja super schnell. Das zocken wir noch ein paar Mal. Okay, hier haben wir jetzt keine Feather, aber sehr gut den Gideon Beatdown-Plan. Mit ein paar Kreaturen. Ein Protection-Spell. Wahrscheinlich nicht die beste Starthand, aber absolut spielbar. Okay, jetzt müssen wir uns nur überlegen, wollen wir erst den Arkanisten oder erst den Vindicator legen? Ich glaube erst den Vindicator. Obwohl. Fast egal mit Gideon dahinter. Der gefällt mir auch sehr gut, der Gideon. Gute Karte. Der Arkanist macht ja noch nichts. Vindicator schon. Oh, das können Celestia Tokens oder ähnliches werden. Ja, mal Gideon, nächste Runde Doppel-Arkanist. Müssen wir Unzerstörbarkeit machen, wenn wir angreifen wollen? Wollen wir angreifen? Wachsamkeit kann er halt doppelt blocken. Wenn er anfängt, den Gideon anzugreifen, finde ich das gar nicht mal so schlimm. Das Deck will eher so ein Conclave Tribunal spielen mit seinen Karten. Zwei Schaden sind jetzt nicht die Welt. Also zwei Schaden machen, aber auch zwei Schaden auf dem Gideon sind nicht die Welt. Ich finde das okay, wenn er angreift und keine Blocker hat. Das ist okay, wenn wir ein Pumpspell ziehen, das wird halt richtig, richtig gefährlich gleich. Legen gleich Doppel-Arkanist. Dann sind wir eh safe. Ah, Tithe-Taker, ja. Ist okay. Legion's Landing, das ist auch okay. Das Ding hat ja Wachsamkeit. Da ist das Tribunal. Wir hätten ja halt noch einen blocken können. Alles gut. Okay. Na gut, das war absehbar. Na, hier könnten wir noch so ein. Jetzt mit einem geilen Spell wird es hier richtig abgehen. Das wird richtig abgehen. Er kann jetzt auch nicht wirklich angreifen und das Landing flippen. Das wäre einfach ein super schlechter Attack. Okay. Ist gut. So ein Gideon ist immer gut. So, komm, Pumpspell. Ich glaube, ich will im Upkeep scryen. Wir haben Doppel-Sheltering Light. Was soll ich damit? Indestructible hilft eh nicht gegen das.
Ja, das ist der Comeback-Plan unseres Gegners. Nicht schlecht. Na, der greift am ehesten an. Das ist zu gut. Das würde ich gerne ziehen. Gerade wenn er schon unzerstörbar ist. Jetzt könnten wir den Gideon kaputt machen. Gideon kann halt Lifelink geben. Wenn ich unseren Gegner jetzt für 5 haue, kriegt er locker 3 Leben wieder. Das ist halt auch nicht wirklich gut. Wenn das noch ein Gideon ist, das wäre richtig ätzend. Ja, was soll ich machen, ne? Den Ticetaker oder irgendwas noch abschießen, aber ja doch, sollten wir. For free sollten wir es machen. Und Sheltering Light will ich eigentlich auch spielen. Alles okay. Ja, ein Land weniger, was wir ziehen, ist schon okay. Und damit schießen wir den Lifelinker ab. So, das Ding ist eh schon unzerstörbar. So. Kommen wir vielleicht so ein bisschen ran. Das sind 4 Schaden, ne? Was habe ich denn jetzt gezählt? 1, 2, 3, 4? Ich weiß es nicht. Zu viele neue Karten. Zu viele neue Karten. Passt schon. Überlegen wir uns, ob wir jetzt Sheltering Light spielen wollen, um nochmal zu scryen. So nervig jetzt. Na, wir hätten halt nicht mehr kaputt machen können. Das. Ne, komm. Wäre jetzt nicht so krass. Eine Feather wäre halt Killer gewesen. Gerade mit dem Reckless Rage zusammen. Aber. Ja, so im Schnitt. Das Loxodon war gut. Eigentlich war das Tribunal gut. Das war der Tempospell, der ihn wieder reingeholt hat. Na, ist egal. Die Sache ist, wenn wir den Pump ziehen, ist das noch nicht mal lethal. Deswegen. Das bringt ja gar nichts, weil der macht 8. Unser Gegner ist virtuell auf 15. Ein Pump reicht halt 0. Das ist halt das Problem. Wenn wir ihn hier drauf spielen, ja, ist halt wie Doppelschlag, ne? Also wir können, das bringt nichts. Also hier würde er. Ah ne, wir können ihn da drauf spielen und dann damit nochmal da drauf spielen. Er castet sich ja nicht selber an. Dann 6, 7 werden 14, 15, 16, 16, 14, 15 ist nicht lethal. Ein Collision wäre gut. Also ein Kolossus. Keine Feather. Bisschen Interaktion. Brauchen wir dringend das grüne Mana, damit das klappt. Aber ist die Hand zu schlecht, um sie zu keepen on the play? Ich glaube nicht. Wie gesagt, ist ja alles noch recht experimentell. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Ist jetzt nicht die schlechteste Kombination an Karten zumindest. Mal gucken. Oh, das wird das Mass-Deck sein, was ihr alle sehen wolltet. Perfekt. Dann haben wir das auch nochmal. Schätze ich mal, dass das reguläre Mass-Deck sein wird. Da bin ich mal gespannt, was das macht. Nice. Sehr nice. Okay. Da ist das Land. Ich würde ja echt gern mal den Krenko online kriegen, ne? Jetzt ein Gideon. Ich will den Krenko erst online kriegen. Gideon kann danach kommen. Ich habe richtig Bock auf Krenko. Und greife auch deswegen nicht vorher an. Das Ding hat Erstschlag.
Sehr gut, stimmt. Stimmt. Kein Limited gespielt. Sehr gut. Ah ja, klar, er sieht ihn ja auch vorher. Was erzähle ich denn da? Ich bin echt übel Pithing Needle gewöhnt. Es ist bei mir echt die Pithing Needle. So, können wir ein grünes Mana ziehen? Natürlich nicht. Sagen wir einfach go. Ja. Müssen wir mal schauen. Ein grünes Mana wäre echt gut. Das stört mich jetzt nicht so ganz. Ich glaube, ich will das machen, bevor er da discarden kann. War vielleicht ein bisschen gierig, den Krenko zu nehmen, aber kein Mensch spielt Moment of Craving im Moment hier in diesem Event. Okay, nimmt den Fight Spell, obwohl ich das Mana nicht habe. Okay. Krenko eskaliert halt ein bisschen irgendwann, ne? Notfalls machen wir ihn unzerstörbar. Alles okay. Na, ist schon nicht schlecht, der Krenko. Haben wir den auch mal in Action gesehen? Das ist doch super. So. Ja. Es ist nicht schlecht, besonders wenn der einmal mit einem Pumpspell angreift. Also schlecht ist das wirklich nicht, finde ich. Ist schon ganz gut, die Karte. Krenko, ey, not bad. Not bad. Die Sache ist, das Coole ist, gegen das Spyglass kann man den Gideon ja immer noch als Kreatur legen. Man kann nur seine Fähigkeiten nicht aktivieren. Das ist halt schon ganz geil. So. Die Hand ist eigentlich ziemlich gut. Gleiches Problem wie vorher. Uns fehlt das Mana. Also was machen wir? Wir ziehen uns rein. Man will eigentlich nicht Triple Arcanist sehen, glaube ich. Aber wenn unser Gegner Removal hat, gerade in den Testspielen, da muss man das mal ausprobieren. Ah ja, sehr schön. So, Mana passt. Spielen gegen irgendwas mit Blau. Mal gucken. Ein Opt. Ah, alles klar. Irgendein Tempodeck. Tempo, Combo, irgendwas. Simic? Man sieht viel Simic. Okay. Das ist noch ein recht regulärer Anfang. Könnte Ral Combo sein. Spielt er eine Kanonade? Wissen wir nicht. Spielen wir Krenko. Wenn wir nächste Runde Krenko, Giant Growth, Arcanist haben, das ist ja wie Weihnachten, wenn unser Gegner uns da enttappen lässt. Moment, wir pumpen den Krenko plus 3, dann müssen wir allerdings angreifen. Ja, okay. Wir kriegen plus 3 aber raus. Dann kriegen wir 5 Goblin Tokens. Aber wie gesagt, wenn er die Kanonade spielt, ist gut. Wenn er sie nicht spielt, dann dann viel Spaß. Wir können auch einfach Kolossus spielen. Auf den Krenko ist auch okay. Schade. Schade. Das hätte ich gerne gesehen. Oh, Quartett. Haben wir jetzt gewonnen? Ah, ist okay. Mal ein bisschen Damage pushen, solange wir können. Haben die gerade den Platz gewechselt auf dem Board? Das ist aber gefährlich, wenn man das dann spielt. Aber ist okay. Hit für 7, nächste Runde Lethal. Ist ganz okay. Dass wir jetzt den vierten davon ziehen, bevor wir das. Gut, wir brauchen nicht das vierte Land. Aber dass wir ihn viermal ziehen, bevor wir vier Länder haben, das ist schon wieder. Magic Arena. Schade, ich hätte den Krenko gerne explodieren sehen. Auf die positive Art explodieren gesehen. Aber ja, okay, Crackling Drake. Dann haben wir ge. Ne, wir machen nur. Moment, wenn wir dann auf 18, 9 trampeln, 5, das reicht nicht. Dann schießen wir ihn ab. Dann machen wir das so. Ah ne, wir müssen ihn pumpen andersrum. Wir müssen erst pumpen, damit wir auch den Spell gleich spielen können. So. Attack, attack, attack. Reicht ja noch nicht, ist ja noch nicht lethal, wenn wir nochmal pumpen, ne? Dann bereiten wir das mal so vor. Das ist schon stark, ne?
Dann Arkanist. Auch wenn wir einen Spontanzauber ziehen, ist auf jeden Fall gut. Na gut, jetzt muss man aber erstmal zwei Arkanisten wegkriegen oder alle wegkriegen. Wenn wir jetzt ein Pumpspell spielen, ziehen, ist eh Feierabend. Das ist schon sehr gefährlich jetzt. Und? Haben wir's? Aber uns trampelt alles. Zum Glück. Ja, zwei Token würden reichen erstmal. So wie es gerade aussieht. Ein Token reicht noch nicht. Hat er noch einen Opt oder einen Schock oder so? Und? Wir haben leider nichts. Ha, genau überlebt. Okay, das wird bestimmt Ral Sahili Combo sein. So wie wir das ungefähr gezockt haben. Ah, es sind auch Crackling Drakes dabei. Nee, das wird so ein Crackling Drake Sahili Deck einfach sein. Crackling Drake und Sahilis. Ja, legen wir noch ein 1-3er. Wir haben alle vier im Spiel. Das gewinnt doch, oder? Quartett gewinnt, dachte ich. Ist das nicht so eine geheime Regel? Na, komm. Haben wir's nicht? Aber ich fand's schon ziemlich geil gerade. Pump mit dem Kolossus und dann Flashback, schießt den Flyer ab. Das ist schon gut, gerade die Splitkarten. Vielleicht will ich doch Integrity spielen in dem Deck. Das ist das +2/+2 und auf der anderen Seite ist das eine Lightning Helix. Das ist auch nicht so schlecht, wenn man die vielleicht ab und zu mal spielen kann. Es gibt viele gute Karten. Okay, noch ist unser Gegner tot. Immer noch tot. Immer noch dead on board. Oh, die Sahili, die eskaliert irgendwann. Er hat unendlich Handkarten. Wir müssen jetzt mal was ziehen. Komm, Pumpspell. Es kann so einfach sein. Es kann wirklich sehr einfach sein. Nein, das ist genug Widerstand. Da war ein Phönix dabei. Okay. Das ist gut. Oh. Aber wir spielen ja auch 1000 Pumpspells in dem Deck. Das sollte wohl reichen. +8 Power. Das ist gut. Na? Attack. Dann der Vierfach-Trigger. Collision. Oder Kolossus. Wir spielen Kolossus. Sauber. Geiles Deck. Good game. Ja. Die Starthand gefällt mir. Ich weiß nur nicht, welche Kreatur wir als erstes legen. Mit dem Ambush will ich ja schon irgendwas legen, was so ein bisschen Power auf jeden Fall hat. Im Moment tendiere ich zu ihr. Kriegen wir auch einen Token und Scry, einen Counter und Scry. Aber mit dem Arkanisten zusammen wäre der Ambush halt so eine Art Doppel-Removal. Auch ganz geil. Auf ihr kann man halt immer ganz... Ja, wobei, das macht einfach viel mehr Schaden. Los, Vindicator. Solange ich nicht weiß, gegen was ich das spiele, komm, ab geht's. Das sind 10 Damage. Das sind 10 Damage. Dann Arkanist. Komm. Das ist ja schon fast lethal jetzt. Wenn wir nicht so knapp mit dem Mana wären und irgendwie noch einen Mana-Spell hätten. Für unsere Hand ist Bombe. Tatsächlich würde ich am liebsten das Kolossus behalten. Lass uns das hier, lass uns das. Komm, nimm den Gideon. Nein, schade. Okay. Ja, unser Gegner hat auch Mana-Probleme, dann sollte unser Deck deutlich besser funktionieren. Und auch wenn er das hier discardet, sehr interessant, wenn wir gleich... Können wir das spielen, ohne ein Target zu haben? Weil wir kommen an die Karte ja auch wieder dran, wenn wir ihm nur +1/+1 geben. Und wenn wir an die Karte drankommen und hier pumpen, ist das halt... nicht schlecht. Gucken. Oh, ihr seht's nicht, in dem Pingidion. Oder? Ja, wir müssen hier kein Target für haben, oder?
Es geht nicht, schade. Doch, muss man. Okay. Will ich aber nichts dazulegen. Ist auch so ganz gut. Schade. Irgendein anderer Spell hätte da deutlich mehr gemacht. Hast du wieder kein Play von unserem Gegner? Reichen etwa hier die zwei Länder? Okay. Keine Lust, noch irgendwie sowas da reinzuspielen, was dann in irgendeinem weirden Mass Removal stirbt. Da ist es. Okay, nochmal Arcanisten. Mit ihm Lethal zu machen, ist jetzt nicht so schwer, wie gesagt. Wir brauchen nur einen Spell. Irgendwas, komm schon. Ah, jetzt hat er wahrscheinlich jede Runde ein Removal. Jetzt wird's doch nochmal grindy, das Spiel wahrscheinlich. Schade, wir waren sehr nah dran. Gucken, geht das wohl noch ein, zwei Runden länger? Wir spielen relativ viele Länder dafür, dass die Mana-Kurve auf 3 aufhört. Ich glaube 22 oder 21. Sollte locker reichen. Besonders, weil wir auch super viele Cycle-Spells in dem Deck haben an sich. Dafür hat er bestimmt Removal irgendwas. Ah, er kennt sie eh. Vom Discard. Dann können wir sie auch einfach reinspielen. Kurz überlegt, ob wir lieber den Krenko legen wollen, aber macht keinen Unterschied. Sie kann wenigstens lethalen, aber es ist unwahrscheinlich. Jetzt kommt eh Angrats Rampage oder sowas. Oder eine Lava-Coil. Oh, wenn da gleich der Bolas kommt. Das wird übel. Mal schauen. Das wäre noch so unser Out. Ansonsten die Legionärin. Die hat Eile. Das könnte auch funktionieren. Oh, es ist Sarkhan. Ein 4-4er Drache. Okay, Moment. Der greift an, gibt sich die Marke. Dann Reckless Ragen wir den Token, schießen ihm 2 Schaden. Wir können halt nicht lethalen damit. Aber es ist trotzdem gut. Ich weiß nicht, ob ich Hold Full Control machen muss, aber ich mach's mal sicherheitshalber. Attack. Was kann der machen? Nicht viel, ne? Es ist relevant, dass wir ihn auf 1 treten. Nein, es ist nicht. Oder? Eventuell ist es schon relevant. Schwer. Naja, okay. So, Hold Full Control. Wer hatte auf dem Schirm, dass Sarkhan einen Schaden schießt? Machen wir das trotzdem? Jetzt müssen wir, jetzt ist committed. Machen wir das so mit einem Gobbo? Was übersehe ich? Man muss Doppel-Zap mitdrücken zwischen jedem Target. Danke, Chat. Aber was ist das denn? Das ist ja mega kompliziert. Warum sage ich nicht Target, Target, Target? Okay, egal. Das ist mein Feeling. Vielleicht bin das auch nur ich. Aber so ist doch okay. Gar kein Stressmoment. Alles gut. Ach, Full Control zwingt mich dazu, das zu machen. Ja, natürlich. Ihr habt recht. Ah, es ist so verwirrend manchmal. In Paper ist es doch immer noch leichter für mich. Ist ja nicht so wichtig, was jetzt hier passiert mit dem Sarkhan. Ich will lieber einen Blocker abschießen, notfalls. Falls er einen hat. Oder einen großen Drachen. Müssen wir mal gucken. Aber er braucht ja mindestens 2 Blocker wegen dem Goblin. Das war schon nicht schlecht. Bisschen wackelig, dank dem Full Control. Aber es war nicht schlecht. Ritual of Soot. Naja, komm. Schade, warum nicht sie mit Eile? Mit Eile wäre gut gewesen. So, Removal. Zu 1000% würde ich mal behaupten, oder? Auf dem Spot Eile wäre geschmeidig gewesen. Wäre äußerst geschmeidig gewesen.
Bolas. Komm, Top-Deck, irgendwas Gutes. Komm, komm, komm. So nah und doch so fern. So sad. So sad. Ah, okay. Er hatte noch das Castdown sogar offen, dann ist eh egal. Boah, stark. Wir können immer noch eine eile Kreatur ziehen. Nicht vergessen. Alles gut. Was macht man jetzt hier? Belebt den Bolas wieder, oder? Oder belebt den Sarkhan wieder. Das geht natürlich auch. Belebt den Sarkhan wieder, machen Drachen. Ja. Die wäre sehr gut gewesen. Die wäre sehr gut gewesen, Sheltering Light. Die wäre sehr gut gewesen. Die hätte uns mehrmals das Spiel gewonnen, würde ich behaupten. Schade. Aber jetzt kriegen wir Bolas-Sarkhan-Kombo vor den Kopf geknallt. Das sind auf jeden Fall 12 Schaden, wenn der angreift. Geil. Und Eile. 16. Nice. Okay, das ist cool. Dagegen verliere ich gerne. Ist okay. War ein bisschen traurig. Aber das ist schon nice. Das muss ich respekten. Good game. Good game auf 1. Nice. Ist ein geiles Spiel gewesen. Sehr geil. Good game. Nicht schlecht. Ja, da sind wir schon wieder am Ende von diesem Gameplay-Video angekommen. Schön, wenn ihr es bis zum Ende geschafft habt. Ich hoffe, euch hat mein Feather-Beatdown-Deck genauso gefallen wie mir. Ich muss sagen, das Power-Level, das war auf jeden Fall ordentlich. Da waren schon ein paar ganz gute Spiele dabei. Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, so für den, ja, nicht den ganz ersten Entwurf, aber den zweiten Entwurf, der lief schon ganz gut. Ich finde die drei Farben hier wirklich gut gesetzt. Funktioniert wirklich gut, wenn man das Deck noch zusätzlich mit Grün spielt, auch wenn es nicht viele grüne Karten sind. Das sind halt wichtige Pump-Spells. Domri's Ambush gefällt mir halt auch immer noch ganz gut. Sind, wie gesagt, nicht viele Karten, aber wichtige Karten. Ich fand so das Deck auf jeden Fall ganz gut. Vielleicht habt ihr ja auch schon mit Feather rumexperimentiert oder habt noch weitere Ideen, was man mit der Karte machen kann. Wie gesagt, auf meinem Account bin ich auch schon wieder dran, das Deck halbwegs zusammenzukriegen. Mir gefällt es halt echt gut. Man kann wirklich damit was machen, hat auf jeden Fall Potenzial, auch wenn es nur ordentlich Spaß macht. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Das war es auf jeden Fall. Feather Beatdown, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, wie immer, über einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Wäre sehr cool von euch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.